Du hast deinen Telekom-Anschluss bestellt und dein Router ist bei dir angekommen und du möchtest jetzt so schnell wie möglich surfen und telefonieren, dann bist du jetzt hier genau richtig bei diesem Video. Ich zeige dir jetzt Schritt für Schritt, wie du deinen DSL-Anschluss einrichtest. Und wie du Glasfaser und Hybrid einrichtest, verlinke ich dir unter dem Video. Schön, dass du dich für den Telekom-Anschluss entschieden hast. Dann starten wir jetzt mit deinen Vorbereitungen. Als erstes nimmst du dir deine Auftragsbestätigung zur Hand. Diese haben wir dir bereits per Post oder per E-Mail zugeschickt. Dort stehen all deine wichtigen Informationen drauf. Was ganz wichtig ist, ist dein Bereitstellungstag. Der steht auf deiner Auftragsbestätigung. Und ob ein Techniker kommen muss oder nicht. Wenn ein Techniker kommen muss, ist es ganz, ganz wichtig, dass du bitte einen Schlüssel für deinen Kellerzugang für den Hausanschluss hast. Und dass dieser frei zugänglich ist, ob in der Wohnung oder auch im Keller. Dort dürfen keine Schränke vorstehen. Bevor wir jetzt in die einzelnen Aufbauschritte gehen, ein kleiner wichtiger Hinweis noch für dich. Sollte kein Techniker kommen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du bitte zum Vortag deines Bereitstellungstermins den Router einrichtest oder am Bereitstellungstag bis 8 Uhr, damit dieser geprüft werden kann. Ob ein Techniker kommt oder nicht, es ist gut, wenn du an dem Bereitstellungstag telefonisch erreichbar bist. Und hier noch einmal eine Checkliste für dich. Gerne das Video anhalten und die Punkte nochmal einzeln durchgehen. Und jetzt geht's zur Einrichtung deines Telefon- und Internetanschlusses. Dafür brauchst du WLAN-Router, DSL-Kabel und Stromkabel. So, und jetzt hast du es schon fast geschafft. Als erstes nimmst du das DSL-Kabel und steckst dieses in deine Telefondose ein. Und dann in die graue DSL-Buchse. Danach nimmst du das Stromkabel und steckst dieses ebenfalls ein. Und zuletzt kommt das Kabel dann in deine Steckdose. An dieser Stelle bitte nicht wundern, der Router wird noch keine Internetverbindung herstellen können, solange der Anschluss noch nicht freigeschaltet worden ist. Ich habe jetzt hier den Speedbot Smart 4 angeschlossen. Bei anderen Routern ist es ähnlich von der Einrichtung her. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass der Router frei steht und nicht zum Beispiel in einem Schrank. So, deine Vorbereitungen sind abgeschlossen. Nachdem wir dich informiert haben, dass du surfen und telefonieren kannst, musst du nur noch warten, bis deine mittlere LED-Leuchte grün leuchtet. Übrigens, hast du einen Speedbot, erkennt unser Netz deinen Anschluss automatisch und geht sicher von alleine online. Wenn du ein neueres Fritzbox-Modell hast, gehst du über die Benutzeroberfläche zum Assistenten für deinen Internetzugang und wählst den Eintrag Telekom aus. Falls die Einrichtung nicht automatisch erfolgt, gibst du deine Zugangsdaten selbst ein. Diese haben wir dir bereits per E-Mail oder per Post zugeschickt. Für die manuelle Eingabe deiner Zugangsdaten nimm dir am besten die Bedienungsanleitung deines Routers zur Hand. Wenn du siehst, dass die linke WLAN-Leuchte an ist, kannst du anfangen, über dein Smartphone zum Beispiel oder Tablet, Computer, Fernseher, dich mit dem WLAN zu verbinden. Dafür gehst du zum Beispiel im Smartphone auf deine Geräteeinstellungen, suchst den WLAN-Namen und gibst dort deinen WLAN-Schlüssel ein. Diese Information findest du an der Unterseite deines Routers wieder. Wenn du ein Telefon hast, kannst du dieses direkt auch mit einrichten. Du hast zwei Möglichkeiten. Die erste wäre, das Telefon direkt am Router einzustecken. Die zweite Möglichkeit wäre es, direkt per Funk, auch DECT genannt, das Telefon mit dem Router zu verbinden. Alles Weitere und Genauere kannst du dir in der Bedienungsanleitung anschauen. Wenn du zu Telefon und Internet auch Magenta TV gebucht hast, wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um auch das einzurichten. Nochmal ein Tipp zum Schluss. Das WLAN checken und optimieren kannst du in der Mein Magenta App durchführen über den Heimnetzcheck. Wie die App funktioniert und was diese alles kann, verlinken wir dir unten nochmal separat in einem Video. Du benötigst noch weitere Hilfe? Diese findest du hier. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da oder markiere das Video als hilfreich. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Surfen und Telefonieren.